Hey Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan. Ich würde euch heute gerne ein neues, altes Aquarium vorstellen. Und zwar geht es um dieses Prachtstück hier neben mir, das 120p. Mittlerweile das älteste unserer Schauaquarien. Eigentlich haben wir es auch schon mal vorgestellt, aber weil das Layout in seiner jetzigen Form eigentlich so gut wie nichts mehr mit seiner anfänglichen Form zu tun hat, abgesehen vom Hardscape und vom Boden, machen wir das einfach nochmal, ne? Um euch mal wieder das erste, also das ursprüngliche Layout in Erinnerung zu rufen, werden wir euch das Video oben verlinken und euch hier ein Bild davon einblenden. Das machst du, ne? Danke. Fangen wir mal mit dem noch nicht ganz so spannenden Teil an. Technisches Setup. Gab es ganz kleine Veränderungen, aber es ist nicht so viel. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal untenrum auf und werfen einen Blick drauf. Also dieses 120p, das hat noch das alte Maß. Das heißt, das hat noch 240 Liter, 1,20 Meter, 45, 45. Und das Ganze wird bei uns gefiltert mit Außenfiltern von JBL. Wir haben hier den 1502 und hier den 902. Die Bestückung ist so wie immer Filterschwamm und Sike Matrix, ein paar Beutel Purigen, ich glaube es sind zwei Beutel, einer im kleinen und einer im großen Filter, damit das Holz unser Wasser nicht gelb färbt. Und ansonsten sieht man hier das übliche Kabelchaos, eine Zahnbürste, mit der ich die Silikonfugen reinige und die Netzteile von der Beleuchtung. Und dann ist hier noch ebenfalls von JBL der Inline-Heizer. Ich glaube, es ist die 500 Watt Version, die ich hier benutze. Kann euch nichts Negatives darüber berichten, bin sehr happy damit. Vor allem finde ich die digitale Temperaturanzeige der derzeitigen Temperatur tatsächlich sehr hilfreich. Früher war ein Inline-Diffusor dran. Ich habe das jetzt verändert, aber nicht, weil er irgendwie nicht funktioniert hätte oder so, sondern weil ich einfach richtig viel Bock hatte auf japanische Glassware. Die zeige ich euch gleich. Seht euch mal dieses Stückchen Handwerkskunst an, dieser wunderschöne Glas-CO2-Diffusor. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Glas-Diffusoren einfach super dekorativ. Mir geht es ja nicht so sehr um die Effizienz oder ob das jetzt besser sei für die Pflanzen oder so. Ich glaube, dass das ziemlich den gleichen Job macht, aber es gefällt mir einfach super gut. Außerdem gab es von ADA einen neuen Blasenzähler, und zwar diesen Twist-Counter. Der ist auch mega schön und deswegen habe ich ihn hier an die Seite gehangen. Aber auch der ist in dem Fall vor allem Dekoration. So richtig notwendig ist er natürlich nicht. Ja. Ich denke, der Rest ist gleich geblieben. Wir haben die Edelstahl-In- und Outflows von unserer Hausmarke, also Liquid Garden, sowohl für den 1502er als drüben auch für den 902er. Der Twinster Nano Plus, der war auch schon immer im Einsatz. Könnte mal sein, dass der mal eine neue Elektrode bekommen hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann haben wir noch den Wupper, also den Oberflächenabzug von ADA. Die Beleuchtung ist auch gleich, das ist die Solar RGB, für alle, die mich kennen. Für mich die allerbeste Beleuchtung. Was dann aber noch neu ist tatsächlich an Technik, ist die beleuchtete Rückwand. Es gab zwar schon immer eine beleuchtete Rückwand, aber jetzt habe ich einen RGB-Light-Ground und ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil man steuert den mit einer App und ich hasse Apps, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist so eine Smart-Home-App. Der RGB-Light-Ground lässt sich oben und unten separat voneinander einstellen und dadurch entsteht auch immer so ein Farbverlauf und das ist tatsächlich beeindruckend, also wie sehr sich der Look verändert, wenn man nur den Lightground spontan einfach in anderen Farben leuchten lässt. Und um euch das jetzt auch zu zeigen, führen wir das einfach mal vor. Und ich hoffe jetzt, dass das alles funktioniert, weil diese Art von Technik wird nicht meine Stärke. Ich würde sagen, wir switchen mal zu den Klassikern. Das wäre dann oben blau, denke ich, ne? So, ja. Und unten eigentlich weiß, ne? Und? Sieht es anders aus? Also ich finde, die Farbe der Rückwand verändert den Charakter des Layouts komplett. Und mir persönlich gefällt es zum Beispiel auch mega gut, gelb unten zu machen. So. Ja, darf ich noch ein bisschen gelber sein? So. Und oben ein bisschen helleres Blau. So.
finde ich, schaut auch sehr attraktiv aus. Aber vorher hatten wir es grün und rot und ich denke, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ich mache das wieder grün um. Wobei grün und gelb auch richtig nett aussieht. Aber unten machen wir es jetzt trotzdem wieder rot. Was ich ganz vergessen habe, man kann natürlich auch die Intensität verändern. Ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Also ich dachte nicht, dass die Beleuchtung der Rückwand so sehr ins Gewicht fällt und mir später selber auch so wichtig ist. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns noch zusätzlich unterstützen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, jetzt auf ein Kanalmitglied zu werden. Es gibt da unterschiedliche Stufen, könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. Aber eins gleich vorweg, es gibt dafür keine Sonderleistungen. Auch unsere Kanalmitglieder haben genauso viele Videos wie die normalen Zuschauer und Abonnenten. Das heißt, wenn ihr uns zusätzlich supporten wollt, dann gerne Kanalmitglied werden. Es gibt dann so ein kleines Icon, das ist dann so ein Wabikusa-Ball, der passend mit eurer Mitgliedschaftsdauer mit euch mitwächst. Vielleicht machen wir da in Zukunft noch irgendwelche gesonderten Videos, aber erstmal ist dafür nichts geplant. Ich sage trotzdem jetzt schon mal Danke. Tja, soviel zur Hardware. Mit dem beleuchteten Rückwand haben wir jetzt auch ein bisschen rumgespielt. Ich denke, technisch hat sich ansonsten nicht viel getan. Wozu auch, ne? War ja an sich vorher schon ein cooles Setup. Ist jetzt noch vielleicht ein bisschen cooler geworden. Im Aquarium selber hat sich allerdings schon viel verändert. Also am Anfang war ja vorne Sand und das ganze Aquarium war sehr reduziert, was die Pflanzen angeht, war sehr Hardscape-lastig. Da hatte ich mich dann relativ schnell satt gesehen, weil das Hardscape doch eher easy ist, würde ich mal sagen. Also halt wenige große Elemente und keine Details. Da war dann einfach zwischendurch Zeit für Veränderung und da habe ich mich halt entschlossen, vorne bodendeckende Pflanzen einzusetzen. Ich habe mich da entschieden für den Helanthium Tenellum Green. Der hat einfach so eine wunderschöne Farbe und diese grasartigen Pflanzen, ich mag die mega gern. Da habe ich also Sand abgesaugt, stattdessen wieder Soil eingebracht und dann die Pflanzen eingesetzt. Auch im restlichen Aquarium habe ich viel ergänzt. Ich habe eigentlich wenig Pflanzen getauscht, abgesehen von den Hintergrundpflanzen. Es war nämlich am Anfang eine Stängelpflanze, da hatte ich Juncus repens hinten. Und die war mir dann auch zu buschig einfach, zu ja, rund. Und da wollte ich unbedingt so grasartige Pflanzen, die so ein bisschen in der Strömung wabern können. Und da habe ich mir mit dem Cyperus helferi und der Eleocharis, glaube ich, die richtigen ausgesucht, weil so gefällt es mir sehr, sehr gut. Ist jetzt im Hintergrund mittlerweile, würde ich sagen, eine Mischung. Das Zyperngras habe ich immer hinter den großen Holzaufbauten und das Eleocharis ist mittlerweile im ganzen hinteren und mittleren Bereich. Ich habe ein paar Stängelpflanzen ergänzt. Persicaria Sao Paulo, eine Ludwigia repens rubin sitzt hier drüben. Hier ist ein bisschen Pinnatifida, weil es so aussieht wie ein Farn und das finde ich ist eine tolle Mischung zum Bolbitis. Dann habe ich ein bisschen Bacopa und eine kleine Ludwigia aquata sitzt hinten im Eck auch noch. Ansonsten hatten wir immer wieder tolle Bucephalandra da und weil das einfach so schöne Pflanzen sind, ist da auch die ein oder andere Portion hier und da im Aquarium verschwunden. Das gleiche gilt für Anubias, Nana Bonsai und auch Mini-Coin, die es da gibt von Tropica, habe ich hier und da untergebracht. Und ich finde einfach jetzt, die Pflanzenmischung ist super natürlich geworden, gefällt mir sehr, sehr gut. Der große mittlere Bereich ist weiterhin mit den Wasserkelchen, also mit den Kryptokerinen, finde ich, schön aufgelockert. Die bringen eben diese dunklen Blätter, dieses schöne Braun mit rein, was zwischen den ganzen grünen Pflanzen für einen tollen Kontrast sorgt. Und mit den roten Highlights, finde ich, ist das Layout echt ein Hingucker. Also mir selber gefällt es richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Ist ja auch das erste Aquarium, das man sieht, wenn man bei uns aus dem Laden rüberschaut in die Galerie, dann sticht einem das sofort ins Auge. Da muss ich sagen, macht es mir jeden Tag selbst eine große Freude und bin weiterhin sehr zufrieden damit. Ich glaube, pflanzentechnisch hat sich sonst gar nicht so viel getan. Der Lotus hier vorne, der wird immer mehr. Also da bilden sich einfach ständig neue Ausläufer der Pflanze. Also die fühlt sich offensichtlich wohl. Ich habe schon angefangen, ein paar wieder rauszunehmen, aber es ist alles schon sehr dicht verwoben. Jetzt werde ich schneide ich die Blätter eher einfach weg. Ich werde auch mal versuchen, ein paar Knollen rauszunehmen, weil da sind mittlerweile richtig viele Knollen einfach entstanden. Also die machen ja selber immer wieder neue Knollen. Insgesamt finde ich, ist das Aquarium jetzt auch ein tolles Beispiel, um zu sehen, wie sehr man ein Aquarium auch mit nur veränderter Bepflanzung optisch nochmal pimpen oder einfach nur verändern kann, weil es
auch bei uns öfters mal so ist, dass die Bepflanzung, wie man sie anfangs geplant hatte, auf Dauer dann doch nicht so hundertprozentig glücklich macht. Mit dem Aquarium konnten wir das ganz gut herzeigen, dass das halt so ein stetiger Prozess ist, wo man immer mal wieder was verändert. Auch da habe ich nicht alles auf einmal erledigt. Ich habe einmal an einem Abend die Hintergrundpflanzen getauscht und Monate später erst den Sand gegen die Bodendecker vorne getauscht. Also das war ein Prozess und nichts, was wir über Nacht einmal komplett verändert hatten. Und ich glaube, gerade deswegen gefällt es mir jetzt auch so gut, weil ich halt viele Monate Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Also auch ihr seid herzlich eingeladen, in euren Aquarien immer regelmäßig was zu verändern und nachzubessern. Ich muss ja insgesamt immer davon abraten, beim Hardscape relativ viel zu verändern, weil gerade wenn die Sachen auch mit Klebstoff fixiert sind, dann ist das einfach nicht so leicht durchzuführen. Auch den Boden an sich viel zu bewegen ist oft schwierig mit Soil und gerade wenn alles aufgeschüttet ist, also mit so einem Anstieg nach hinten, wird das Ganze einfach sehr labil. Aber bei den Pflanzen ist es natürlich easy Sache und optisch kann man mit den Pflanzen halt auch wirklich alles um 360 Grad umdrehen. Das ist wirklich beeindruckend. Auch mit den Fischen war das so. Also dieses Aquarium hat, glaube ich, mit Abstand die größten Besatzveränderungen bei uns in der Galerie erlebt. Das liegt zum einen auch daran, dass das bei uns auch Verkaufsaquarien sind, also die Tiere, die in den Aquarien schwimmen, die könnt ihr auch gerne kaufen. Und natürlich liegt es auch daran, weil ich immer wieder Bock auf andere Fische habe und hier im Laden ist es natürlich eine Luxussituation, ständig den Besatz verändern zu können. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Ich hatte schon Kaisersalmler, blaue Neons, Kongosalmler sind schon drinnen geschwommen. Ich weiß, ich hatte auch mal Zitronensalmler. Kurze Zeit waren Spitzkopfskalare drinnen. Ja, einen ganzen Haufen verschiedene Salmlersorten. Alle habe ich mir gar nicht gemerkt, auch verschiedene Barsche. Aber kommen wir mal zum derzeitigen Besatz. Den finde ich nämlich auch ganz toll zurzeit. Ich würde sagen, die große Gruppe besteht zurzeit aus den Amapa Glühlichtsalmlern. Wir nehmen wieder mal spät abends auf und die stehen alle schon da drüben in ihrem Ruhemodus. Die fragen sich gerade, warum hier beleuchtet ist. Dann habe ich eine große Gruppe Apistogramma Kakaduides, also den Kakadu-Zwergbundbarsch. Dann habe ich noch ein paar Hyphisobrycon Musel Red Cherry, also ihr wisst schon, diese kräftig rot gefärbten Salmler. Ich sehe leider gerade keinen einzigen davon, aber es sind auch nur noch ein paar übrig, eine kleine Gruppe. Dann sind ein paar Rompenbarben noch drinnen, so um die 10. Und jetzt ganz frisch eine neue Nanostomus-Sorte, der Nanostomus Ceara. Die sind noch ein bisschen klein, die brauchen noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, bis sie kräftig in Farbe sind, aber das sind schmale Nanostomus, die so eine gewisse Ähnlichkeit zum Nanostomus Beckfordi haben, aber deutlich kräftiger rot und es fängt auch schon an sich, also sehr schöne Fische, gefallen mir gut. Ja, und Welse sind auch noch neue drinnen und zwar der Pitbull Otocinclus, also der LDA 25. Ich glaube, das ist eine 12er Gruppe zurzeit, ganz tolle Cleaning Crew und wie ich finde, wunderschöne Fische. Und das sind deutsche Nachzuchten, die sind auch sehr, sehr dankbar und einfach in der Haltung, was natürlich auch immer eine tolle Sache ist. Und ich habe jetzt bestimmt auf ein paar Fische vergessen, weil es sind zumindest noch, ganz sicher sind noch braune Otocinclus drinnen, weil die habe ich bestimmt nicht alle fangen können. Und auch ein paar normale Otocinclus werden noch drinnen herumschwimmen. Ja, stimmt, Garnelen habe ich vergessen. Amano-Garnelen natürlich, so wie in all unseren Aquarien. Und ebenfalls, so wie in all unseren Aquarien, die Caridina parepararensis, die allseits bekannte Sulawesi-Inlandsgarnele, die sich wirklich gemausert hat zu unserem Evergreen. Die müssen einfach in jedes Aquarium, sind eine tolle Cleaning Crew und können sich auch bei diesem Besatz toll gegen den Fraßdruck der Fische behaupten, was ja auch gar nicht so unwichtig ist. Ne? Falls ihr jetzt Fische gesehen habt, auf die ich vergessen habe, bitte lasst mich wissen in den Kommentaren. Tut mir leid, wenn ich auf euch vergessen habe. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch die Pflege durch. Da muss ich gleich eins vorwegnehmen bei älteren Aquarien. Also mittlerweile hat es jetzt knappe 4 Jahre als Standzeit und das merkt man auch. Da verändert sich die Pflege so ein klein wenig. Darauf gehen wir jetzt mal ein. Also Wasserwechsel ist eigentlich so wie immer bei uns, auch hier scheiden sich wieder die Geister, einmal die Woche und zwar 30-50%. Auch bei größeren Aquarien wie dem hier machen wir da keine Extrawürste. Was aber umso wichtiger wird, wenn das Aquarium älter ist, ist die Wedeltaktik.
Also gerade bei den bodendeckenden Pflanzen und gerade bei Aquarien, die tendenziell ein bisschen stärker besetzt sind, ist dieses Aufwedeln vom Mulm oder von allen Partikeln, die sich so absetzen im Aquarium, in meinen Augen sehr, sehr wichtig, damit wir die Stoffe, aus denen das besteht, wieder rausbekommen aus dem Kreislauf. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird der Mulm absinken und anfangen zu sedimentieren. Also die Bakterien werden das aufarbeiten und wieder in die Urbestandteile zerlegen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht in meinem Sinne ist und das Algen begünstigen könnte. Und um dieses Risiko einfach nicht zu haben, ist das Aufwedeln vom Schmutz vor dem Wasserwechsel in meinen Augen ganz, ganz entscheidender Baustein, gerade wenn man ein Aquarium lange Zeit pflegen will. Ich glaube, ich muss da jetzt auch kurz auf die Reihenfolge eingehen, damit ihr das nicht falsch versteht. Also wenn ich Wasserwechsel an so einem Aquarium mache, ist der Schritt 1 immer Filter zudrehen, dann putze ich mal die Fensterscheiben innen, ja. Dann wedle ich alles auf. Falls ich irgendwo Pflanzen schneiden oder zupfen muss, dann mache ich das gleich in diesem Arbeitsgang. Dann hat man sehr viele Partikel im Wasser schwimmen und dann starte ich den Wasserwechsel, also dann lasse ich wirklich möglichst verschmutztes Wasser ab und fülle das Ganze wieder mit frischem Osmosewasser auf. Die Filter mache ich alle 14 Tage alternierend, also alle 2 Wochen den rechten, dann den linken und so weiter. Ne? Das passiert dann, während ich das Aquarium wieder auffülle. Sobald es der Wasserstand zulässt, mache ich die Filter wieder auf, also dass die das Wasser wieder mischen, weil doch das Wechselwasser immer etwas kühler ist als das Aquarienwasser. Und danach mit dem Leitwertmessgerät überprüfe ich dann die Leitfähigkeit und mit dem Aufhärtesalz löffel ich dann entsprechend nach, bis der Leitwert wieder stimmt. Und der stimmt bei uns mit einer relativ großen Breite, nämlich zwischen 150 Mikrosiemens und 300 Mikrosiemens bin ich an sich glücklich damit. Meistens machen wir es so, dass wir nach dem Wasserwechsel ein eher sehr weiches Aquarium haben, also mit so 150 bis 200 Mikrosiemens. Hier sind ein paar Steine, die Alpine Stones, die das Wasser leicht aufhärten. Das heißt, bis zum Ende der Woche steigt die Härte dann im Wasser von ganz allein. Die Düngung hat sich auch so ein klein wenig verändert. Auch in dem Aquarium ist das so, wie wir es schon öfters erlebt haben, dass die älteren Aquarien bei uns dazu tendieren, immer weniger Eisenvolldünger zu benötigen und dafür immer mehr NPK-Dünger. Ich denke, das liegt auch am Soil. Also die Makronährstoffe, denke ich, sind dann einfach verzehrt aus dem Bodengrund. Deswegen mehr Masterline 2 in dem Fall, also mehr Makrodünger, weniger Masterline 1, also Eisenvolldünger. Und mit dem Carbo, muss ich sagen, gehe ich auch eher sparsam an die Sache ran. Also ich mache in dem Aquarium zurzeit 1 ml Masterline 1 am Tag, 3 ml Masterline 2 und 3 ml Masterline Carbo, was insgesamt eine sehr magere Düngung für die Aquariengröße ist. Das will ich aber auch so, damit die Wurzeln und die Steine so wunderschön sauber bleiben. Und das Ganze kompensiere ich über die Masterline Root Cups, also über diese Düngetabletten. Damit pflaster ich nämlich den ganzen Boden voll und das mache ich so circa alle 4 Monate. Und da verteile ich circa 30 Tabletten über die Aquariengröße überall am Boden. Und nach meinem Empfinden funktioniert das sehr, sehr gut für die Pflanzen. Denn so habe ich immer ein klein wenig verfügbare Nährstoffe im Wasser, aber viel verfügbare Nährstoffe im Boden und die Pflanzen sehen prächtig aus. Ja, so viel kann ich euch über unser 120p erzählen, über mittlerweile unser ältestes Schaubecken. Leute, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi.